Justus Möser sorgt dafür, dass am 4. Oktober 1766 die erste Osnabrücker Zeitung erscheint. Mit dieser Zeitung sorgt Möser nicht nur dafür, dass die wichtigsten Ankündigungen, die Ereignisse, die öffentlichen Verordnungen und so etwas in dem öffentlichen Teil der Zeitung publiziert werden, Woche für Woche, sondern eigentlich für ihn noch interessanter ist der zweite Teil der Zeitung, die nützlichen Beiträge. Denn hier schreibt er in seinem heiteren, aufgeklärten Stil Geschichten auf, die Leute lesen sollen, damit sie so ein bisschen mit Schmunzeln darüber nachdenken, ob sie denn die Dinge, die sie tun, so tun, wie es sein sollte oder ob man nicht Dinge verbessern, verändern kann. Hier kommen die Ideen der Aufklärung in die Osnabrücker Bevölkerung hinein, wenn sie die Geschichten denn lesen und lesen können natürlich. Denn das ist damals noch nicht so wie heute, dass fast die gesamte Bevölkerung lesen kann. Lesen und Bildung, das ist immer noch ein Privileg. Aber dennoch, die Gesellschaft kommt voran, indem sie über solche Geschichten nachdenkt und denkt, das könnten wir vielleicht mal anders machen. Zum Beispiel in der Wirtschaft. Darüber erfahren wir etwas im nächsten Kapitel.